Gut, das war wieder eine Störung, aber die habe ich auch überfunden. Weiter geht's. Habe ich überhaupt das mitgenommen? Wie es aussieht, yeah. Die zwei sind nur stark und ich glaube, die tun uns jetzt nichts. Oder später auch nicht. Betätige das. Stigmata nicht auf dumme Gedanken sind, was die Stigmata. Ach, wir sind wieder in so einem Raum, okay. Dann lass mal sehen. Speichern tun wir noch nicht, machen wir jetzt beim nächsten Speicherpunkt. Neue Gegner. Da sind Magier. Sehr wenig Lebenspunkte, aber nerven mit ihrer Magie. Für die ist eigentlich das hier gut. Die Rachekampagne. Die sehen auch irgendwie bekloppt aus. Die sehen ja auch aus wie Fledermäuse, aber als wären die wie auf Droge oder so. So, schnell einen Rundumschlag. Oh, hat er. Der Typ, das hat sich aber nach hinten gezogen. Der ist tot. Und nach. Ja, während Vanille jetzt alle mit Negativzuständen vollpumpt und ich sie dann töte, während sie Negativzustände haben, bekomme ich immer ein extra ATB-Balken, wenn die tot sind. Mit Haste noch dazu. Übernehme ich fast den Part von zwei Charakteren drin. Die ganzen Positivzustände wie Add Foy, Haste und helfen mir dabei schnell raufzuhauen und da wenn die Negativzustände raufschmeißt, töte ich sie schnell und bekomme auch ATB-Balken dafür. Ich habe völlig übersehen, was ich überhaupt bekommen habe. Story, aber wir werden es eh behalten. Ah, gut. Ich habe mir überlegt, wen greife ich zuerst an. Pudding natürlich. Nur ein Pudding. Diese Kombination über... Da könnte man... Da verliert man eigentlich nur einen Charakter in der Offensive. Weil, wie gesagt, Fang übernimmt jetzt den Part für zwei. Na los, töte ihn. Den anderen. Ach, das sind nur noch die beiden da. Sterb! Was, von wo kommst du? Er hätte ihn gerufen, ich wusste es doch. Die beschwören sogar Monster. Und sogar Monster, die noch stärker als sie selbst sind. Aber zum Glück. Das ist eigentlich positiv für euch. Weil ihr könnt dann jetzt hier nochmal die Analysefertigkeit für Seth das Achievement bekommen. Gleichzeitig helfen sie uns und nerven. Und ich hab's heute wirklich mit meinem Deutsch. Und wieso ist das die Kamera so schief? Kriegt man noch irgendwelche epileptischen Anfälle? Boah, ui, oh, pff, ja klar. Drei, vier Slimes. Ja, oder Gelee. Ich nenne die anderen Slime. Weil die sehen aus wie ein Schleim. Und noch einmal. Immer schön den Rundumschlag. Das dauert nicht lang. Oh, und jetzt mit Add Foy. Mir ist nicht so schlimm. Geht ruhig auf den stärksten rauf. Das heißt, die anderen haben weniger Lebenspunkte und werden vorher sterben. Und der hätte ihn gefressen, glaube ich, oder? Ah, der ist gewachsen! Und seine Angriffe betäuben jetzt an. Ach, Vanille ist tot. Lohnt sich nicht mal mehr zu wechseln. Egal. Sorry, wenn... sie ist nicht tot. Sie ist nur kampfunfähig. Bäm. Hier wieder. Sehr gut für uns, da neu aufgetaucht ist, aber er macht zu viel Schaden, der Spinner. Schwabbelschleim. Ist gut, dass diese Sachen passieren, dass... bestätigt meine Theorien, die ich hier an den Tag lege. Das ist blöd. Beide können starke Gegner rufen. Greif den an. Das war gut. Und noch einmal. Und noch einmal. Das unterbricht sogar deren Angriff. So. Ja, das unterbricht deren Angriff. Den anderen. Der weniger Linkspunkte.
Er darf ihn nicht fressen. Hier benutzen wir die eiserne Kaskade, damit er schnell in den Schockzustand geht. Und auch schneller stirbt, weil er die Wall auf sich hat. 16.000 Punkte. Na, dann lass mal sehen, wo wir hier sind. Ach, hier haben wir einen neuen Gegner, einen neuen Behemoth. Oder Behemoth, wie manche ihn nennen. Oder viele. Ihr wisst ja, seit dem letzten Behemoth, nach einem gewissen Energieverlust, fangen die an, auf zwei Beinen zu stehen und diese dann zu regenerieren, sogar die Lebenspunkte. Dass sie wieder auf 100% sind und dann irgendwie noch kranker drauf sind. Wie der weiße Hai. Wie es aussieht, ist das mein Paradigma für ihn. Oder nee, hier benutze ich... Nee, das habe ich doch. Wieso sehe ich das? Eine intensive Drangsal. Er macht gut Schaden. Oh mein Gott, ich habe den Präventivschlag entdeckt. Hab ich nicht gedacht. Wir werfen ihn mit... Boah, der hat eine Menge Flüche kassiert. Dann gleich mit dem Sturmkommando rauf. Nachsetzen. Doch, und es hat nicht gesessen. 30.000. So wie ich das weiß, es ist nicht möglich, ein Behemoth in den, also es ist nicht das Schlauste, ihn in den Schockzustand zu versetzen. Weil 500, der Serienbonus von 500, da könnt ihr ihn sogar schneller töten. Wenn ihr ihn normal angreift oder nur den Serienbonus ein bisschen steigt. Also, würde ich sagen, Money, also Negativzustände auf ihn, Positivzustände auf euch und damit den Blitzschlag drauf. Oder wie auch immer. Und das ist auch ein guter Ort zum Grind, wenn ihr gerade auf das Radar geachtet habt. Sind hier wieder die Gegner aufgetaucht, also könnt ihr hin und her laufen. Aber dieser Palmekia-Ort war ziemlich gut. Ich muss hier das Paradigma wechseln. So, wieder Frontumschlag. Auf den. Der Gegner benutzt nur Feuer, ist nicht so wild. Solange er nicht das Monster ruft. Irgendwie sitzen die Negativzustände von Venil nicht. Ach, endlich. Wieso Rune? Nein! Oh, er ist noch weggelaufen. Er wollte sich ihn einverleiben. Das habt ihr gerade gesehen. Jetzt stirbt er. Dazu brauche ich keine anderen. Die haben kaum Lebenspunkte. Was wollen die hier überhaupt tun? So, als hätten sie hier was zu melden. Oh mein Gott, seht ihr das auf der Karte oben rechts? Ich höre eine Kugel. Wieso höre ich eine Kugel? Ach so, die Kugel ist hier. Da. Das sind 10 Gegner. Alicanto. Hört sich an wie ein Gewürz. Das ist Spanisch und Spanisch hatte ich doch. Wieso weiß ich nicht, was ist halt Alicante, weiß ich. War nicht Alicanto. Ach, und die Gegner oben sind schon wieder aufgetaucht, nachdem ich sie vor 2 Sekunden erledigt habe. Ja, sie sind wieder aufgetaucht. Ich glaube, weil ich die Ebene gewechselt habe. Okay, das sind die Gegner. Richtiges Paradigma. Und rein in die Schlacht. Und der hat mich gesehen. Der Rundumschlag unbedingt irgendwie ins Zentrum. Okay, das war das Dümmste überhaupt. Nein, ich habe... Das da brauche ich. Schnell hau da rein. Ich muss mindestens 5 erledigen. Nein. Boah. Komm schon heimlich. Ja, das ist geschafft. Jetzt brauchten wir Nino Vitra zu benutzen. Ah, die sind alle zu blöd verteilt. Und weg mit euch. 1, 2 und 3. Dort. War ein bisschen riskant, aber haben wir auch gemeistert. Dann müssten sie schon mit gammeligen Tricks auftauchen, um uns zu vernichten. Frage ist, wieso geht's da weiter? Achso, weil es hier 2 Wege... Ey, Moment mal. Ja, war, ich habe den Satz richtig gesagt, weil es hier 2 Wege gibt. Behemoth, ihr wollt mich wohl doch hier auf dem Arm nehmen, das gibt's doch nicht.
Ich muss mich um die Kleinen kümmern. Der Himmel darf nicht so lange wohl verprügeln. Ja, die Kralle. Hallo, greif. Fang, ey. Ach ja, der Baby Himmel hat meinen Angriff abgebrochen. So, der ist nur noch da. Nein, und das war das falsche Paradigma. Ey, da ist noch so ein Zwerg. So eine hat der Behemoth das benutzt? Ah, unbedingt lasst nicht eure Lebenspunkte auf Geld. Der hat bestimmt so eine gammelige Attacke, die euch... Er hat so einen Aufspießer, da ist er. Das meine ich. No mercy, dann kill ihn doch. Na... Lieber das. Weil ihr seht gleich, er fängt an sich zu verwandeln. Na komm schon. Ich weiß, dass du dich verwandelst. Ich glaube, er wollte nicht. Aber ich bin mir sicher, die stellen sich hin und dann greifen sie auf zwei Beinen an. Das habt ihr schon gesehen. Ich lüge nicht. Keiner kann mich hier als Lüger bezeichnen. Das geht nicht. Ja. Wie Bestienpratzen. Die kriegt ihr auch von diesem Behemoth. Aber wir haben sie jetzt hier bekommen. Wen kümmert's? Ach, ey. So, wir müssen runter. Ich möchte endlich abspeichern. Ich werde diese dann... Oder? Ne, ich habe noch 9 Minuten. Ich werde noch 9 Minuten aufnehmen. Damit ich schön 3... Ne, 4, 20 Minuten Parts habe für euch, die ich dahin brettern kann. Und dann sehen wir weiter. Wieso werde ich hier erkannt? Weil Behemoth auf mich gleich zuläuft. Apropos Behemoth. Behemoth. Die Himmel kriegt immer intensive Drangsal ab. Oh, er hat mich nicht gesehen. Komm her. Er braucht eine Brille. Wieder dasselbe Spiel. Ein paar Flüche auf ihn rauf, wenn wir Positivzustände kriegen. Bei gelber Energie sofort heilen. Weil das Aufspießen wirklich ein Problem darstellt. Fluch sitzt noch immer nicht. Ja, Fluch. Hat ein bisschen die niedrigste Chance, glaube ich. Oder hat eine schlechte Chance, auf einen Gegner drauf zu knallen. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht gerade, was ich da gerade fabriziert habe. Aber egal. Wir wollen erstmal nur ein Weilchen den Serienbonus erhöhen. So, sagen wir auf 200. Gemacht, Fluch, gemacht. Oh, noch ein bisschen. Und dann kloppen wir auf ihn rauf. Ja, das reicht. Muss nicht unbedingt genau exakt 300 sein. Aber jetzt macht auch gut Schaden. Wieso stellt er sich nicht hin? Wenn er nicht will, ist es mir auch recht. Ist ja auch nicht mehr so ein großes Problem. Ich glaube, das waren diese Bestienpratzen und ich laufe in die falsche Richtung. Drei kleine Magier. Was haben wir denn hier noch? Speicherplatz? Ja, ein Speicherort. Darauf habe ich gewartet. Es ist wichtiger, die Magier erstmal zu vernichten. Auch wenn der Behemoth der Stärkere ist. Wieso mache ich dies? Nein, ich habe wirklich irgendwie so eine Macke, glaube ich. Da. Ich hab's wirklich. Sehr schön. Alles ist noch auf grün. Das heißt, ich kann noch weiter positiv Zustände kassieren. Ohoho. Sofort heilen. Ich sterbe endlich. Venil, es wäre schön, wenn du auch noch Sass heilen würdest. Jetzt wieder auf intensive Drangsal. Sehr schön, der kriegt die negativ zu schnell, wenn wir die positiven kriegen. So, das reicht mir, brauchen wir nicht. Danke. Gratisflug. Ich habe jetzt auf die... was war das denn? Die grüne Front. Ich habe auf diese gewechselt, weil wir gar nicht Dingens mehr brauchen. Positivzustände.
wenig Schaden, den wir verpasst haben. Hat er nicht die Prozessfreunde, ja? Egal, wir vernichten ihn so. Wer weiß, vielleicht kann es an Vigilant liegen, dass er sich nicht verwandelt, oder weil wir ihn andauernd unterbrechen, aber ich... Da geht's los, sag ich doch. Das war knapp. Er hat sogar noch geschrien, aber zu spät. Ich habe nicht gelogen. Schmutzkralle. Hätte sie mal vorwaschen sollen. Hier ist nichts. Oh, war klar, dass da noch Gegner sein müssen. Aber wie immer hier schön um die Ecke gucken. Die Gegner verstecken sich richtig. Kugeln. Den kümmern wir uns. Warum kümmern uns die Gegner? Vier kleine Spinner. Gefundenes Fressen. So, noch zweimal. Und es hat sich. Oh, und dann ist er freiwillig in den Schockzustand gegangen. Das ist eigentlich eine sehr gute Kombination, um gut durchzukommen, wenn ihr zu viele Gegner habt. Aber ihr braucht nicht denken, wenn so viele Gegner sind, dass sie wirklich auch stark sind, dass ihr keine Chance habt oder so. Es gibt immer einen Knackpunkt. Alles hat seine Schwäche. Hier ist nichts, hier ist nichts. Metallband haben wir bekommen, wird nicht verkauft. Also, lass mal sehen. Ach da, ich hab doch gewusst, dass ich auch was gehört habe. Ethernikum, das kann man verkaufen. Gehen wir mal in die Geschäfte. Völlig egal wohin. Gegenstände, Phoenix 105. Ethernikum, das lassen wir Analysator. Weg mit dir. Blender, Vitalisator, das bleibt alles. Waffen. Ich habe die Sonnenkammer, glaube ich, im letzten Part gefunden. Ja, ich habe die Sonnenkammer hier im letzten Part gefunden. Ich werde das noch nicht verkaufen, ich schaue es mir nochmal an. Und wenn es so ist, dann verkaufe ich es. Weil, wie gesagt, alles auf Kapitel 10 würde ich mal euch raten. Ich würde raten, dass ihr das behaltet, besser ist. Die zwei behalten wir. Könnte sein, dass man die später auch im Geschäft kriegt. Ich weiß es nicht. Bei den Accessoires weiß ich, dass da das Problem vorhanden ist. Bei den Waffen bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, man kann sogar alle Waffen haben. Alle Waffen aus den Shops kriegen. Aber wie dem auch sei, die behalten wir meinetwegen. Accessoires, alles wird behalten. Ich weiß nicht, was mit diesem Telema-Talisman und Dämon-Talisman ist. Wenn ihr das wisst, dass ich sie schon vorher gefunden habe. Also ich gehe mal kurz durch und sag, welche ich verkaufen würde. Es wäre gut, wenn ihr dann reinschreiben würdet, welche habe ich überhaupt bis jetzt. Noch nicht in diesem Kapitel gefunden, Kapitel 10. Also die Eisenreife könnte man verkaufen oder behalten, völlig egal. Oder zerteilen, damit man die Komponenten bekommt. Blitzringe behalte ich. Den würde ich gern verkaufen. Nee, den will ich nicht verkaufen. Nebelresistenz, Peinresistenz. Die würde ich behalten. Das würde ich verkaufen. Das würde ich auch verkaufen. Das bleibt. Machen wir so. Noch einmal schnell durch. Blablabla. Metallband habe ich vorhin gefunden. Das würde ich alles am liebsten verkaufen. Ich werde später dann nochmal die Shops nachgucken, falls wir Geld brauchen, verkaufe ich das, was wir nicht brauchen. Aber wenn ihr das wisst, was ich im letzten Kapitel und davor gefunden habe, das wäre nice, wenn ihr das dann hier reinschreibt, bevor ich dann weitermache. Guckt euch das einmal schnell an. Ups. So, das war's. Wenn ihr das wisst, würde ich mich über eine Antwort freuen. Und ich werde noch einmal abspeichern. Na los. Benutzen, speichern. Das war das hier. Ja. So, Leute. Das war's mal wieder mit Final Fantasy. Also, nur dieser Part. Nächsten Part geht's natürlich weiter. Womit? Das weiß ich nicht. Werden wir bestimmt zusammen erfahren. Ich bin euer HD. Und ich sage bye bye.